So, Leute, sind wir beim nächsten Muster. Ich hab nochmal Commander Legends mit einem fiesen Printstreifen. Seht ihr den? Ein fieser Printstreifen. Ich bin gespannt, ob der sich im Booster weiterführt. Commander Legends, das erste Commander Legends sozusagen. Ja, Baldur's Gate ist halt theoretisch Commander Legends 2. Und das ist von 2020. Also gar nicht so alt. Und es war so ein Riesenerfolg, dass sie gesagt haben, hey, machen wir direkt nochmal. Diesmal mit Baldur's Gate drauf. Wer das nicht wusste, Entschuldigung für den Spoiler, kommt Ende des Jahres. Letzten Jahres. Kam das schon? Gott, ich bin verwirrt. Egal, gucken wir uns die Karten an. Deranged Assistant, 2 Mana 1-1, tappen wir mild eine Karte und kriegen ein farbloses Mana. Sehr, sehr cool. Universal Solvent, 1 Mana Artefakt, für 7 Mana tappen, opfern, zerstören wir eine Permanente. Sehr, sehr cool. Delivian Salvager, 3 Mana 2-2. Wir können einen Artefakt und eine Kreatur opfern, um denen plus 1-1 Marke zu geben. Können wir nur wie eine Sorcery machen. Ist auch ein Reprint. Sind alles nur Reprints bisher, glaube ich. 3 Mana 1-1 tappen, werfen eine Karte ab, ziehen eine Karte. Der Rum Raging Goblin. Omen Speaker, 2 Mana 1-3, wenn das Spiel bekommt, Scry 2. Okay. Inspiring Roar. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer sie ist. Das weiß ich auch nicht, aber das ist der gute Ajani. Und zwar legen wir eine plus 1 plus 1 mal auf jede Kreatur, die wir kontrollieren für 4 Mana. Okay. Core Cartograph. Nice. Der ist 4 Mana 2-2. Wenn ihr ins Spiel kommt, können wir eine Plains getapptes Spiel bringen aus dem Deck. Dann haben wir einen Silverback Schamanen. 5 Mana 5-4 trampeln. Wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte. Das Artwork. Hammer. Seer's Lantern tappen für ein farbloses für 3 Mana Artefakt. 2 Mana tappen Scry 1. Finde ich ein sehr, sehr guter Mana-Stein, wird aber viel zu wenig gespielt. Eye Blight Colors. 5 Mana 3-3. Wenn ein Spiel stirbt, kreieren wir 3-1-1 grüne Elfen und melden 3 Karten. Okay. Fairy Cannonade. 3 Mana Instant. Wir fügen 2 Schaden an jedem Nicht-Piraten, an jedem Nicht-Piraten zu. Okay. Commands 4, sehr cool. 3 Mana Artefakt können wir tappen für Mana beliebiger Farbe. Farbe der Color Identity des Commanders. Und wir können das Ding opfern und eine Karte ziehen. Gehört in jedes Commander-Deck. Trusty Pack Beast. 3 Mana 2-3. Wenn ein Spielfeld kommt, bringen wir ein Artefakt aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das ist stark. Orts of Advocatist. Ich erinnere mich dran. Da war was. 3 Mana 1-4. Zu Beginn des Versorgungsmoments können wir eine plus 2 plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur legen. Also der Beherrscher, sowohl wir als auch der Gegner. Wenn der Spieler das tut, dann darf dieser Spieler nicht angreifen, also uns nicht angreifen und Planeswalker, die wir kontrollieren, auch nicht angreifen. Ja, das heißt, unsere Kreaturen werden immer stärker, seine Kreaturen werden immer schwächer und am Ende überlaufen wir ihn. Foe of Wildness, 3 Mana Enchantment. Die Kreatur kriegt plus 3, plus 3 und Trampel und kann uns oder Planeswalker, die wir kontrollieren, nicht mehr angreifen. Das ist schon sehr, sehr stark. Volcanic Torrent mit Cascade. 5 Mana und wenn ihr fügt X Schaden zu bei X, die an jedem Kreatur und jeder Planeswalker. Okay, krass. Wobei X, die der Gegner nur kontrolliert. Wow, bei X die Anzahl an Zaubers, die man die Sonne gecastet hat, mit Cascade. Das heißt, man hat mindestens zwei. Ein. Ein, erzählt sich selber nicht. Ja, krass. Und unsere Rare ist Code Court of Ira. 5 Mana Enchantment, wenn es ins Spiel kommt, werden wir Monarch. Sie fügt zu Beginn des Versorgungsmoments 2 Schadenspunkte zu. Es sei denn, wir sind Monarch, dann fügt sie 7 Schaden zu. Ja, das ist schon stark. Und unseren Commander Legendary Creature, so ist es richtig. 2-2 Raver Master Smith für 2 Mana. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, enchantet oder equipped wird, kriegt sie Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Nicht schlecht. Aesir Warding Familiar, 2 Mana 1-3 fliegen. Spells, die ihr kontrolliert, kosten 3 Mana weniger, wenn ihr. Was? Also, wenn ihr den Commander targetet. Oder einen eurer Commander, um das zu sein. Dann haben wir Wild Size, eine sehr, sehr alte, sehr, sehr coole Foil. 3 Mana, eine Kreatur kriegt plus 2 bis 2 ein Trample. Und wir dürfen eine Karte ziehen. Und Treasure Token. Ja, bisschen enttäuschend. Das, für das Set so hart gehypt wird von meinen Kollegen, bisschen enttäuscht. Vielleicht wird oder wurde. Wurde Modern Horizon 2? Ich muss nachgucken, es kann sein, dass ich Modern Horizon 2 vergessen habe. Wir sehen uns, Modern Horizon 2. Commander Legend. Ich bin raus. Tschüss!